Danach kann er allen möglichen Leuten nochmal eine SMS schicken. So. Okay, dann kann sie sich nämlich um ihr Zeug kümmern. Und sie... brauchst ein bisschen Hygiene. Du kannst ja mal herumschwimmen. Und dann gehst du bitte noch ein bisschen angeln. Ja. Mach mal. Etwas abernten, ja. Ah, die Bienenkiste habe ich schon wieder vergessen. Moment. Moment. Ich habe das jetzt, glaube ich, schon 10-mal gesagt. Bienenkiste. Wenn wir uns die leisten können, dann holen wir die auch. So. Bienenkiste. Sehr gut. Da können wir sogar mehr als eine holen. Weiß. Mach mal was Auffälliges, damit wir den nicht immer vergessen. Lila. Gelb. Ist alles nicht besonders auffällig. Ich stelle mal einfach zwei hin. Eine lila und eine gelbe. Komplementärkontrast, ne? Jo. Und. So. Das müsste eigentlich gehen. Bisschen mehr Abstand hier. Sieht ein bisschen komisch aus, dann mache ich so. Okay. Sehr gut. Und die dann vielleicht. Na, wie auch immer. Wird schon gehen, ne? Ist ein kleiner, süßer Garten. Sich mit den Bienen verbünden. Na, warum nicht? Wenn sie sich das wünscht. Hast du auch noch Wünsche, die wir erfüllen können? Ein Gemälde beenden. Einen Schachtisch gibt's nicht. Honig sammeln. Das wird eher sie machen. Nein, Schachtisch gibt's nicht. Jetzt will ein Klavier oder was? Ein Instrument. Komm, du bist nicht so materiell. Hast du nicht noch andere Wünsche? Dich mit den Bienen verbinden. Kannst du ja gerne machen. So, bitte. Und dann willst du ein Gemälde beenden. So. Was war denn nach Gefahren Ausschau halten? Merkwürdig. So, Beförderung. Rettungsschwimmer 2. Thorald ist bereit, die rote Badehose zu rocken. Er läuft am Strand entlang, rettet Menschen vor Haien und fordert Kinder auf, ihre Rettungswesten anzuziehen. Er ist jetzt kein Dummy für Herz-Lungen-Reanimation mehr. Jetzt ist er CPR-Chef. Er behält die Wellen im Auge und befolgt die Anweisungen des Pfeifers. Aber eines Tages wird dieser Stuhl ihm gehören. Profi-Pfeifer, okay. Profi-Pfeifer. Strandboot sammeln kannst du ja auch noch. Schaden kann's nicht. Die Moskitofallen. Wofür die gut sind, weiß ich auch nicht. Düngen können wir die gerade nicht. Nö. Ah, hier. Ich habe ja die Fische nicht mehr. Ich wollte doch mit dem einen Fisch düngen.
Ist jetzt ein bisschen doof. Vielleicht fängt sie ja einen Fisch. Ja, doch, vielleicht habe ich ja Glück. Sie fängt einen Fisch und den nehme ich dann fürs Salbei. Ich darf es nicht immer. Oh, sie hat eine Schatzkiste gefunden. Ich darf es nicht immer vergessen. Vielleicht. Ich habe mal eine Idee. Moment, Moment, Moment. Ich pack's mal auf einen ganz besonderen Untergrund. Sagen wir mal, wir machen dem so eine Art roten Teppich. So. Kiefernholz, okay. Ich guck erstmal. Muss doch nicht so groß sein. Dass ich das nicht immer vergesse. Aber richtig rot ist nicht gewohnt. Ja, die wäre Schmutz, naja. Oh, wie wunderschön, nicht? So. Und da kommt jetzt meine Lieblingspflanze rauf, Salbei. So. Salbei wächst zu jeder Jahreszeit. Es wächst sehr schnell. Das heißt, wenn wir irgendwas da rein veredeln, kriegen wir relativ schnell Früchte, also ziemlich viel Geld. Und das wäre eigentlich cool. Ein Laufband kaufen. Würde ihm ja entgegenkommen. Ich guck mal, was es kostet. Dass die immer nur so materielle Wünsche haben, ne? 900. Also ganz ehrlich, so reich sind wir nicht. Kannst du also vergessen. Eine unglaubliche Geschichte erzählen. Honig sammeln. Ja, früher oder später wirst du Honig sammeln. Naja, mit den Fischen, das wird heute eh nichts mehr. Geh mal weiter. Und du suchst immer noch Zeug. Ja. Das kannst du weglegen. Das Buch hast du auch fertig, ja? Das ist schön. So kommt man auch voran. Lesen. Vielfraßspiele. Ah, im Badeanzug mit Bienen interagieren, das ist bestimmt eine sehr gute Idee. Ich habe extra zwei Bienenkörbe geholt, dass man hier mal ein bisschen länger Interaktion haben kann. Oh, da klappt's aber. Ja gut, die Bienen sind ruhig, haben gute Laune, alles okay. Zum Wachsen ermutigen. So, und danach darfst du schlafen, wohl? Ist das fertig? Normal. Selbstsichere Atmosphäre. Was ist das? Eine Wurzel. Selbstsicher. Selbstsicher ist eigentlich super. Das kommt mal hier hin. Ich möchte, dass es den Sims möglichst den ganzen Tag lang gut geht. Und dazu mache ich hier überall die Auren an. Auch wenn sie nicht so viel Sinn ergeben, aber es ist besser als schlechte Laune. Mit schlechter Laune machen sie auch alles schlecht. Ja, eingeschleimt. Ach ja. So. Mal gucken. Ich möchte jetzt noch. Die Sachen können wir gleich verkaufen.
Die Sachen werden wir nicht los. Okay. Ja, die Qualität ist nicht so toll. Die kommen jetzt hier mal hier rein. Hier ist noch so ein rotes Ungewöhnliches. Für 60. Das geht nicht über Plopsi. Das verkaufen wir einfach. Wäre doppelt. Die soll er lesen. Und danach Reste nehmen. Und du gehst erstmal zurecht duschen. Genau. Ich wüsste mal gerne, ob die Pflanzen hier gefährlich sind. Ich weiß es echt nicht. Habt ihr eine bestimmte Jahreszeit? Sieht nicht so aus. Sixer Moskitofalle. Mal gucken. Entstammt derselben Pflanzengattung wie der. Ach du Scheiße, kann ich nicht aussprechen. Ihr bedrohliches Aussehen beunruhigt eher Insekten als Sims, okay. Also die Samen, die man von denen kriegt. Also ich hoffe, wir kriegen davon weitere Samen. Die sind schön wertvoll. Samen verkaufen. Wow. Erstmal alles ernten. So, du musst auch noch auf Toilette. Dann mache ich das zuerst. Also erst auf Toilette. Dann alles ernten. Und danach bringst du mal alle Bilder und Fotos weg. So. Ist ja schon eine Stange. Das hier. Wollte keiner haben? Ist auch nur normal, ja. Kann passieren, dass sie dann kein Mensch kaufen will. So. Die Rosen werden verkauft. Wow, wir haben ja richtig Kohle. Gegen Käfer sprühen. Jeden. Alle gießen. Langsam wird es anstrengend. Kokosnüsse. So, du musst dringend was zu essen haben. Kannst ja mal was Frisches machen. So, was ist denn mit dir? Du hast auch mega Hunger. Du liest jetzt noch. Danach willst du was essen, okay. Dann musst du auch noch mal auf Toilette. Da kannst du ja noch ein bisschen schwimmen gehen. Und danach gehst du am besten gleich nochmal joggen. Wir müssen deine Beweglichkeit und deine Fitness hochkriegen. Na, du kochst jetzt selbstverständlich. Düngen. 23, 17 nehme ich die hier. Sehr, sehr schön. Wenn es doch immer so gut liefe, ne? Sie ist fleißig, er ist fleißig, alles super. Was ganz Leckeres. Willst du ihn noch ein bisschen beim Lesen ablenken? Erzähl ihm ruhig eine Geschichte. Oh, ihr könnt beste Freunde werden. Wo waren das? Da. Wie süß. Er hat aber keine Zeit, ne? Na gut. Dann freunde dich nochmal mit den Bienen an. Honig sammeln jetzt schon. Verbünden und sammeln. Verbünden. Und sammeln. Na, ist doch super, dann kann sie gleich Honig essen. Was ist geschafft? Die Geekon findet statt. Wir haben allerdings keine Talente, die uns da irgendwie helfen zu gewinnen oder so. Ich würde die jetzt einfach mal auslassen. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen üben. Das lohnt sich vorher nicht. Du hast ja gar keinen Honig. Wo ist denn der? Honig sammeln. Teilweise gefüllt. Ach, geht's noch nicht? Die wollen das nicht, kann es sein? Warte mal kurz.
Ja, überprüfen ist okay. Hast du da jetzt schon was? Schlecht. Aber wir können den Schwarm, den wir eingesammelt haben, Pflanzen in der Nähe bestäuben. Ja. Hast du gerade Hunger? Nö. Was bekommt man denn für schlechten Honig? 18. Ja. So, ich bin dafür, dass wir noch Sachen bei Plopsi reinstellen. Immer geschäftig bleiben. Wenn wir 4 Sachen verkaufen, müssen wir 5 reinstellen. Wir wollen ja unsere Follower nicht enttäuschen. Hervorragend. Natürlich, wir haben Bilder vom Weltstar gemacht. Die fühlt sich nicht gut, sie wurde gestochen, ja. Kann passieren. Schnellwachsdinger. So. Musst du eigentlich heute arbeiten gehen? Hängst hier irgendwie fest, ne? Geh mal auf Toilette. Und dir geht's gut. Also kümmere ich mich jetzt erstmal um ihn. Er muss dringend auf Toilette. Reste nehmen kann er mal. Okay, das Buch hat er gelesen. Sehr schön. Logikfähigkeit. Wodurch kriegen wir die denn? Mikroskop, Observatorium, Schachtisch oder Lesen über Logik? Ja. Ich lese, glaube ich, lieber. Das dürfte billiger sein. Wir haben ja gerade nicht so richtig viel Geld. Ein Fähigkeitenbuch. Bhijk. Logik. Einführung und fortgeschritten. Ritter können. Gibt's was über Magie? Kleinkinderlehrbücher. Emotional. Science Fiction. Fähigkeit wäre schon cool. Videospiele, Stricken, Schreiben. Schelmisch. Schauspielern. Robotik, Rakete. Programmieren. Mixen und Malen. Logik und Kräuter. Kochen, Klavier. Herstellung. Am Fabrikator, okay. Gartengummi, Gitarre, Geschick. Geschick kann auch nicht schaden. Forschen und debattieren. Fitness kann er sich auch belesen. So. Erziehung, Comedy, Charisma, Blumen. Backen, Archäologie, Angeln. Nee, ist nichts dabei. Ich nehme mal die, die wir hier haben. So. Muss man die hier noch abholen? Scheinbar nicht. Öffnen. Wo sind denn meine Bücher? Logik. Fitness. Und Geschick. So. Er soll ja ein bisschen lesen, also tun wir immer den Gefallen. Lies mal. Und wenn du damit fertig bist, kannst du ja mal mit dem Weihnachtsmann plaudern, mit deiner Mutter und dem hier eine SMS schicken. So. In der Zeit kümmere ich mich mal um sie. Sie malt gerade. Eigentlich wäre es doch super, wenn sie das hier fertig macht. Ganz kurz ein Nickerchen macht und dann laden wir Leute zur Party ein.
Oder so. Sie macht erst das Nickerchen.